Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch Krebspatient in Österreich, das Recht auf die bestmögliche Therapie. Gesundheit ist ganz wesentlich für uns alle, das sehen wir gerade jetzt in dieser Zeit, nicht nur hier in Österreich, sondern über alle Länder der Welt und auch über alle Bevölkerungsschichten. Weil Gesundheit so ein wichtiges Gut ist, ist es folglich auch wichtig, gute, valide, verlässliche Informationen zu haben, wenn man mehr wissen möchte über seinen eigenen Gesundheitszustand, über seine Krankheit und natürlich vor allem auch, wenn es darum geht, sich über Behandlungsoptionen zu informieren. Wir stellen Ihnen heute ein Projekt vor, das dieses Thema, dieses Ziel verfolgt, nämlich gute, leicht zugängliche, verlässliche Informationen zu bieten. Mein Name ist Peter Richter. Ich begrüße Sie hier im Studio der WEKA im Industriemedien. Die Redner, ich fange an in der Folge Ihrer Statements, Magister Alexander Herzog, Generalsekretär der Pharmik, Dr. Gerald Bachinger von der Niederösterreichischen Patienten- und Pflegeanwaltschaft, Schönen guten Morgen. Frau Dr. Iris Herschkowitzi, Geschäftsführerin bei Selpas. Hallo. Und Primarius-Universitätsprofessor Dr. Alexander Geiger von der Medizinischen Universität Wien. Morgen. Und organisatorisch darf ich Sie noch auf Folgendes darauf hinweisen. Sie können Fragen stellen, während wir hier im Ablauf sind mit den Statements. Schriftlich, das funktioniert. Sie haben eine Funktion, eine Chat-Funktion unten auf Ihrem Bildschirm. Da können Sie Ihre Fragen einmelden, die bekomme ich hier auf den Schirm und ich kann sie dann im Anschluss an die Statements den Sprecherinnen und Sprechern stellen. Oder dann, wenn wir in der Fragerunde nach den Statements angelangt sind, können Sie auch über das Handhebezeichen gerne auch mündlich Ihre Frage stellen. Sie werden dann über die Audiospur zugeschaltet, können, wie gesagt, die Frage stellen und das sind die beiden Möglichkeiten, wie Sie sich hier auch gerne einbringen können. So viel dazu. Und ich darf das Wort weitergeben an Magister Herzog. Sehr geehrter Herr Richter, sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitstreiterinnen bei dieser Pressekonferenz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Alexander Herzog, Generalsekretär der Pharmik. Die moderne Krebsmedizin hat aufgrund verbesserter Prävention, Diagnostik und Therapie dazu geführt, dass aus einer tödlichen Krankheit eine potenziell heilbare bzw. chronische Erkrankung wurde. Für Patienten ist dabei eines ganz wesentlich, dass sie die bestmögliche Versorgung bekommen, den bestmöglichen Zugang zu innovativen Therapien haben, damit sie möglichst schnell wieder geheilt werden. Krebs ist eines jener medizinischen Felder, die am intensivsten beforscht werden. Wohl auch aufgrund dessen, dass sich sehr viele Menschen dadurch betroffen sind und es dadurch auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit gibt, diesem Bereich ganz extreme Aufmerksamkeit zu schenken. Als Basis geben die Anträge für die klinischen Prüfungen beim BASG einen ganz wichtigen statistischen Überblick. Wir sehen hier die durchschnittlichen Anträge pro Jahr in der EU sind bei etwa 4.400 klinische Prüfungen. Etwa 300 sind davon in Österreich beantragt. Seit 2012 haben wir einen deutlichen Rückgang, aber seit 2018 können wir hier, und das ist sehr schön, einen deutlichen Aufwärtstrend sehen. 278 Anträge auf klinische Prüfungen und 2019 268 Anträge beim BASG. Im Detail zeigt eine Umfrage unter den Pharmik-Mitgliedsunternehmen alljährlich, wie viel Krebsforschung auch hier in Österreich passiert. Insgesamt pro Jahr durchschnittlich 460, sehen Sie auf der Folie, laufende klinische Prüfungen. Aber die überwiegende Anzahl der klinischen Prüfungen, wie man auch auf diesem Chart sieht, finden in der Onkologie statt. Das sind rund 40% aller klinischen Prüfungen in Österreich. Das ist ein Trend, der auch 2019 anhält. Da haben wir etwa 193 klinische Prüfungen, knapp unter 40%.
In den Jahren 2015 bis 2019 haben im Durchschnitt etwa 5.300 Patienten an klinischen Prüfungen teilgenommen. Und wenn man jetzt die einzelnen Indikationsgebiete anschaut, und das ist besonders spannend, nimmt jedes Jahr rund ein Viertel aller Studienteilnehmer an klinischen Prüfungen in der Onkologie teil. 2019 waren das knapp 1.100 Patienten, knapp unter 25%. Und die Forschung, die wir sehen, ist jedoch auch nicht alles, weil denn es geht letztlich darum, die Versorgung von Krebspatienten insgesamt und stetig zu erweitern und zu verbessern. Und genau daran arbeitet das PharmIC Standing Committee Oncology. Was ist das? Im PharmIC Standing Committee Oncology engagieren sich alle Vertreterinnen und Vertreter jener Unternehmungen, die in Österreich im Bereich Krebs forschen, beziehungsweise Produkte in dieser Indikation am Markt haben. Ihr Ziel ist es, einerseits die bestmögliche Versorgung von Krebspatientinnen und Patienten sicherzustellen, andererseits aber auch den Zugang für innovativen Therapien zu allen. Wir sehen uns hier als Partner in einem sehr komplexen System, das nur dann funktionieren kann, wenn alle Beteiligten, alle Stakeholder, alle Systempartner gut, konstruktiv und für den Wohl des Patienten, der Patientin zusammenarbeiten. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir schon beim eigentlichen Thema des heutigen Pressegespräches. Denn aus einer Umfrage von 2017 wissen wir, dass das Informationsniveau über moderne Krebstherapien bei den Patientinnen und Patienten wirklich ausbaufähig ist. Es herrscht ein Informationsdefizit von Patienten und Angehörigen über die Erkrankung, über die möglichen Therapien, aber, und das ist das Wichtigste, auf deren Auswirkungen auf ihr künftiges Leben. Es ist mittlerweile auch aus Studien gut bekannt, dass ein gut informierter Patient bzw. ein gut informiertes Umfeld eines Patienten einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Einstellung und auf das Verhalten und letztlich auch auf den Therapieerfolg in dieser wirklich sehr, sehr schwierigen Lebenssituation hat. Was sind die Hauptinformationsquellen? Patienten und Angehörige informieren sich natürlich mehrheitlich im Internet, der berühmte Dr. Google, aber auch beim Arzt, bei der Ärztin. Wir wissen auch, dass gut informierte Patienten eher in der Lage und bereit sind, eine Therapie auch durchzustehen und diesen Kampf um ihr Leben, diesen Kampf um den Krebs wirklich aufzunehmen und ihn letztlich auch erfolgreich durchzustehen. Die Patienten suchen niederschwellige, qualitativ hochwertige Informationen zum Thema Krebs, zur Diagnostik, zur Behandlung und letztlich auch zur Nachsorge. Diesen Informationen wollen sie vertrauen können, diesen Informationen wollen sie schlussendlich auch vertrauen dürfen. Denn hier geht es um ihre Lebensqualität. Das Internet, wir alle wissen das, es gibt eine Unzahl von Informationen mit höherer und niedriger Qualität und manchmal leider im steigenden Maße auch sogenannte Fake News. Betroffene können oft kaum unterscheiden, was sind gute, was sind schlechte Informationen. Und das ist ein relevantes Defizit der einseitigen Informationsgewinnung. Hier kommen die Mitgliedsunternehmungen der PharmIC, des Standing Committee Oncology mit ihren Stakeholdern auch ins Gespräch. Und wir wollen die angesprochene Informationslücke auf Seiten der Patienten und ihrer Angehörigen ein klein wenig schließen und hier einen Beitrag leisten, zu einer qualitätsvollen und vertrauenswürdigen Information anbieten. Und da haben wir das PharmIC Standing Committee Oncology gemeinsam mit der Online-Plattform CellPass hier eine Initiative gestartet. Es geht darum, Patienten zu befähigen, sich über ihre Krankheit und auch über ihre Therapieformen zu informieren. Denn letztlich sollte jeder Patient das Recht auf die bestmögliche Therapie wahrnehmen. Und die Details zu diesem wirklich brandneuen und sehr innovativen Format erfahren Sie noch in den nächsten Minuten. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Magister Herzog. Ja, wie angekündigt, darf ich jetzt die Frau Dr. Herschkowitzi darum bitten, auszuführen, was CellPass ist und vor allem, welchen neuen Online-Kurs wir hier erwarten dürfen. Danke. Danke für die freundliche Einleitung. Danke auch an das Standing Committee Oncology der PharmIC für die gute Zusammenarbeit bei diesem Kurs. Die Diagnose Krebs reißt den Betroffenen den Boden unter den Füßen weg. Da ist plötzlich diese Angst, die
Patienten suchen nach Informationen, Sie haben es angesprochen, und da braucht es wirklich eine seriöse und unaufgeregte Information, die Klarheit schafft, die Ängste nicht schürt und die aber auch keine falschen Hoffnungen weckt. Und genau das ist das Ziel der Schulung, bestmögliche Therapie für Krebspatientinnen. Einige von Ihnen werden Selpers wahrscheinlich schon kennen. Für diejenigen, die noch nichts von Selpers gehört haben, einige Worte zu uns. Das Ziel von Selpers ist, die Gesundheitskompetenz von Patienten und Angehörigen zu verbessern, und zwar mit Online-Schulungen. Magister Herzog hat es angesprochen, Studien zeigen, dass je mehr die Patienten wissen über ihre Erkrankung, desto eher können sie auch wirklich sich einbringen und desto besser verstehen sie, dass sie selbst mit ihrem Verhalten auch einen Beitrag leisten können zu ihrer Lebensqualität, aber auch zu einem besseren Krankheitsverlauf. Und genau da setzen wir an und motivieren die Patienten auch aktiv zu werden und sich einzubringen und vor allem auch Eigenverantwortung zu übernehmen für ihre Gesundheit, aber auch für ihre Krankheit. Das machen wir gemeinsam mit Experten und Expertinnen, mit denen die Inhalte entwickelt werden. Es sind evidenzbasierte medizinische Informationen, die da vermittelt werden. Immer in einer sehr niederschwelligen Sprache mit klaren Anleitungen und vor allem so, dass die Patienten auch später darauf zurückgreifen können. Es ist vorher angesprochen worden, dass Patienten zu wenig Informationen haben. Das stimmt. Es liegt aber nicht immer nur daran, dass die Ärzte diese Informationen nicht weitergeben oder dass sie nicht verfügbar ist. Es liegt daran, dass die Arzt-Patienten-Situation manchmal schwierig ist für den Patienten, das Gespräch schwierig ist für den Patienten. Und Studien zeigen, dass Patienten, wenn sie beim Arzt weggehen, zwischen 40% und 80% sofort vergessen von dem, was gesagt wurde. Und das macht natürlich auch die Kommunikation schwierig. Umso schwieriger, je mehr Information vermittelt wird oder je gestresster die Patienten sind. Und da sind wir jetzt dann genau bei den Patienten mit einer Krebsdiagnose, die da natürlich mehrfach belastet sind und sich besonders schwer tun, Informationen mitzunehmen. Mittlerweile sind rund 100 Schulungen online auf Selpers zu verschiedensten chronischen Erkrankungen und das macht uns zu einer einzigartigen Plattform. Und es freut mich sehr, dass wir jetzt mit der bestmöglichen Therapie für Krebspatienten einmal eine ganz andere Schulung auch auf die Plattform bringen konnten. Rund 80% unserer User nutzen die Inhalte mobil am Handy und deshalb werden die Inhalte jetzt alle mobile first entwickelt, wobei wir da besonders darauf achten, dass die Nutzung einfach ist und vor allem intuitiv. Im Zentrum stehen immer die Experten und vielen Dank an Dr. Bachinger und Herrn Professor Geiger für die tolle Zusammenarbeit, für ihre Inputs, die dieses Ergebnis überhaupt erst möglich gemacht haben. Bei der Erarbeitung der Inhalte haben wir uns die typische Patient Journey angeschaut von Krebspatienten und haben uns angeschaut, wo gibt es Momente, wo die Patienten ganz besonders nach Informationen suchen, welche Art von Informationen suchen sie und wie können wir sie in den einzelnen Phasen gut unterstützen. Und haben dann einen Bogen gespannt von der Erstdiagnose über die Therapie bis zu der Phase nach der Therapie in Richtung Rehabilitation und Nachsorge und gehen da auf die verschiedenen Fragen ein, die sich den Patienten stellen. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wird immer kürzer. Und deshalb bringen wir die Informationen auch sehr stark auf den Punkt. Das eine ist, dass sie niederschwellig sind. Das andere ist, dass sie vereinfacht sind. Oft gibt es eine Flut an Informationen und die Patienten tun sich schwer zu erkennen, was ist jetzt wirklich relevant und was brauchen sie. Und auch, Sie haben es vorher angesprochen, was ist eine seriöse Information? Und hier finden Sie einen roten Faden, der Sie durch Ihre Krankheit durchbegleiten kann und durch die Therapie durchbegleiten kann. Jede Schulung hat immer ein Lernziel und dieses Lernziel ist hier auch, die Krebspatienten zu unterstützen, ihnen auch eine gewisse Struktur und Sicherheit zu bieten und sie auch zu motivieren, sich aktiv einzubringen in die Therapie.
Die einzelnen Lektionen, es gibt 6 Lektionen, werden dann heruntergebrochen in Microlearnings. Die bringen das nochmal, die einzelnen Inhalte nochmal ganz kurz auf den Punkt. Und ich weiß nicht, habe ich da auch einen Presenter oder? Sie sehen, also wenn Sie das Bild anschauen, Sie sehen nach Ihrer Diagnose, das ist die Lektion und darunter sehen Sie erste Schritte, Arztwahl und medizinische Fragen. Und das sind jetzt zum Beispiel die Microlearnings in dieser Lektion. Ergänzt werden die Interviews mit den Experten um Visualisierungen, um Texte und auch um Downloads, damit die Patienten sich auch das eine oder andere ausdrucken können und zur Hand haben. Zum Beispiel, wenn es um Fragen geht. Es werden viele Fachausdrücke verwendet von Vertretern der Gesundheitsberufe und das kann auch zu Missverständnissen führen und das kann auch dazu führen, dass Patienten glauben, etwas verstanden zu haben oder der Arzt glaubt, dass die Patienten etwas verstanden haben und dem ist nicht so. Der positive Laborbefund ist so ein Beispiel und eine Studie hat gezeigt, dass 46% der Patienten gar nicht verstehen, warum ein positiver Laborbefund negative Auswirkungen haben sollte für ihr Leben oder für das weitere Fortschreiten der Erkrankung. Und da ermutigen wir die Patienten, sich im Vorfeld Fragen zu überlegen, diese auch vorzubereiten und auch nachzufragen im Gespräch. Und das hier ist ein Fragebogen oder eine Frageliste, die einerseits organisatorische Fragen, aber auch medizinische Fragen abdeckt. Oder eine Checkliste, wo die Patienten durchgehen können, wenn sie einen stationären Aufenthalt haben, was sie alles mitnehmen sollten und auch welche Unterlagen sie mitnehmen sollten, weil auch das wird oft übersehen. Was braucht der Arzt für Information, damit er auch gut entscheiden kann? Sobald sich der erste Schock gelegt hat, nach der Diagnose kommt die Frage nach der Prognose. Und die Frage der Lebenserwartung kann niemand konkret beantworten. Trotzdem haben wir sie aufgegriffen. Und Professor Geiger geht in dieser Lektion ein, in diesem Microlearning ein, auf das Thema Lebenserwartung und wie man sich dem Thema auch nähern kann, ohne jetzt in Monaten oder in Jahren zu denken, sondern indem man sich mit anderen Fragen dem Thema nähert und diese mit dem Arzt bespricht. Im Laufe der Therapie werden viele Entscheidungen getroffen und die Patienten wissen oft nicht, warum wird diese Entscheidung getroffen und wie wird sie getroffen. Und in dieser Lektion geht es darum, dass die Patienten erfahren, was gibt es für Einflussfaktoren, die sich auswirken auf die Therapieentscheidung, wie wird entschieden, wer entscheidet, was ist ein Tumorboard, aber auch, was kann ihr Beitrag sein zu einer guten Therapie und zu einem guten Therapieablauf. Und ich habe es vorher angesprochen, die Informationen sind oft ein Problem. Ärzte bekommen zu wenig Informationen von Patienten manchmal. Eine andere Studie hat gezeigt, dass nur rund 50% der Beschwerden der Patienten wirklich thematisiert werden beim Arzt. Und das macht es natürlich für Ärzte auch schwierig, dann Entscheidungen zu treffen. Und hier werden Patienten auch ermutigt und aufgeklärt, warum bestimmte Unterlagen wichtig sind, welche Unterlagen wichtig sind und diese auch eben mitzubringen, wenn sie beim Arzt sind. Wenn Patienten dann im Spital sind, dann sind sie aus ihrer Struktur rausgerissen, müssen sich in eine neue Struktur einfügen. Ein Stück der Selbstbestimmtheit geht auch verloren. Und Dr. Bachinger geht hier einerseits auf die Ansprüche, die Patienten haben, wenn sie im Gesundheitssystem, im Krankenhaus sind, aber auch welche Mitspracherechte sie haben, wenn es darum geht, Untersuchungen zu entscheiden, die Therapie zu entscheiden oder auch einfach, wenn es um einen Arztwechsel geht. Und wenn die Therapie dann abgeschlossen ist, stellen sich andere Fragen, Rehabilitation, Nachsorge. Und Professor Geiger geht hier ein auf die Fragen, die sich nach der Therapie stellen können und welche Möglichkeiten Patienten haben und worauf zum Beispiel auch im Rahmen der Nachsorge geachtet wird. Am Ende jeder Schulung gibt es die Möglichkeit, ein Feedback einzusenden und es freut mich, wenn auch Sie, wenn Sie die Schulungen angeschaut haben, uns ein Feedback schicken. Es hilft uns, die Schulungen auch noch weiter zu verbessern. Und wenn Sie am Laufenden bleiben wollen, dann haben wir einen Newsletter, den Sie gerne abonnieren können.
Die Schulung ist umso hilfreicher, je mehr Menschen davon erfahren. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie Ihre Leser und Leserinnen über die neue Schulung Bestmögliche Therapie für Krebspatienten informieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Herschkowitzi. Dr. Bachinger hat in der Vorbereitung zu diesem heutigen Termin einmal gesagt, wir wollen Patienten zu Mitproduzenten, Co-Produzenten ihrer Gesundheit machen. Ein spannender Auftrag, wie ich finde. Und wie das gelingen kann und welche Rechte Patienten im Gesundheitssystem haben, darüber wird er Ihnen jetzt einiges berichten. Bitte. Dankeschön. Werte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute am Vormittag dabei sind und möchte mich einleitend sowohl bei Pharmig als auch bei Selpas bedanken. Ich bin in dem Thema Information für Patienten, niedrigschwellige, begreifbare Information für Patienten ja sehr viel unterwegs, schon seit Jahrzehnten eigentlich in diesem Thema unterwegs. Und es war ein neues Erlebnis, die professionelle Unterstützung und auch die finanzielle Unterstützung durch die Pharmig, immer mit dem Hintergrund, und das muss man wirklich sehr positiv hervorheben, dass die Pharmig sich sehr zurückgehalten hat und eigentlich gar nicht in die Inhalte eingemischt hat, sondern immer versucht hat, nur die Rahmenbedingungen zu stärken. Und das war eine Erfahrung für mich, die wirklich gut war und die, glaube ich, auch dann in dieser Schulung ganz gut hervorkommt. Ich möchte nur mit einem beginnen: Eine Pressekonferenz in der heutigen Zeit ohne Corona geht nicht. Ja? Deshalb möchte ich ganz kurz auch auf Corona eingehen. Corona hat uns fest im Griff, das wissen Sie alle. Aber ich denke, eines ist wichtig, dass wir einerseits uns natürlich konzentrieren auf die Bekämpfung, aber dass wir, und da kommt jetzt das Aber dazu, dass wir auch gleichzeitig eines im Blick behalten, dass es auch andere Herausforderungen im Gesundheitswesen gibt, im Bereich der Onkologie, im Bereich der chronischen Krankheiten, und dass wir versuchen müssen, dass jetzt in den zukünftigen Herausforderungen dieses Fokussieren alleine auf Corona, wie wir es bei der ersten Welle erlebt haben, dass wir das etwas zurückfahren. Und da möchte ich eigentlich auch den heutigen Tag als Anlass dazu nehmen, dass wir daran anknüpfen, weil wir müssen es schaffen, dass wir die Grundversorgung im Gesundheitswesen, in dem Fall jetzt die onkologische Versorgung, für die Patienten aufrechterhalten, trotz der Herausforderungen durch Corona, und dass wir das managen können und aufrechterhalten können im Sinn einer bestmöglichen Therapie für Patienten. Das Wort bestmögliche Therapie ist eines, das so leicht über die Lippen kommt. Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern es ist oft eine sehr komplexe Antwort. Wir haben aber versucht, das ist bereits deutlich angeklungen, in dieser Grundinformation für die Patientinnen und für die Patienten eine begreifbare, niedrigschwellige Grundinformation zu geben, dass die Patienten einen guten Einstieg in dieses Informationsthema bei der onkologischen Behandlung und speziell bei der bestmöglichen Therapie bei der onkologischen Behandlung bekommen. Es gibt also viele Optionen, viele Wege, viele Türen, die Krebspatienten hier offen stehen, und wir wollen einen Beitrag dafür leisten, dass sie den für sie subjektiv richtigen Weg auch finden, der sie dann zu diesem Ziel bestmögliche Therapie auch wirklich führt. Online-Kurs ist dankenswerterweise ja bereits sehr gut erklärt worden. Ich möchte nur ein paar Punkte noch hervorheben, möchte auch gleichzeitig Sie animieren dazu, dass Sie sich auch wirklich diese Schulung anschauen und anhören und uns auch eben auch dieses Feedback geben. Ich habe eben die Aufgabe gehabt, dass ich das Thema rechtliche Rahmenbedingungen, ein doch durchaus eher trockenes Thema, dass ich das für die Patienten aufbereite und in einer begreifbaren Art und Weise und in einfachen Worten auch für die Patienten rüberbringe. Es geht gerade auch bei den onkologischen Patienten sehr stark um diese Grundinformation im Hinblick auf Patientenrechte. Es geht sehr stark um Themen, wo es um das Selbstbestimmungsrecht der Patienten geht. Es geht sehr stark um Themen, wo es um neue Modelle der Kooperation und der Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten und mit dem Gesundheitspersonal geht. Das nennt man therapeutische Partnerschaft. Das haben wir eigentlich sehr betont, auch dieses gemeinsame
Bewältigen der Krankheit auf gleicher Augenhöhe, wobei jeder von den beiden der Experte ist, der Arzt, die Ärztin ist natürlich der Experte für den fachlichen Teil der Therapie, aber die Patientin und der Patient ist der Experte für die Lebensqualität, für das Schmerzempfinden, für die subjektive Seite. Das heißt, beide gemeinsam können dann ihre Mosaiksteinchen zusammensetzen und können ein stimmiges Gesamtbild da gestalten, und das nennt man eben therapeutische Partnerschaft. Wichtig, um ein Selbstbestimmungsrecht auszuüben, sind auch die Rahmenbedingungen im Hinblick auf Informationsrechte. Die sind sehr vielschichtig. Da haben wir einige davon in den Vordergrund gerückt. Es ist oft für Patienten, auch in größeren Organisationen betreut werden, ganz wichtig, dass sie dieses persönliche Vertrauensverhältnis auch zu ihrem Arzt, zu ihrer Ärztin aufrechterhalten können. Also Stichwort Vertrauensarzt, wie schaut es da aus in einer Organisation oder auch mit dem Thema freie Arztwahl, wie schaut es in der Richtung aus, und dann zuletzt noch ein paar Punkte auch zu dem Thema Rehabilitation. Ich möchte da aber eigentlich mit den inhaltlichen Bemerkungen aufhören und möchte mit Ihnen gemeinsam, Sie sind ja alle Gesundheitsjournalisten, die schon viel Erfahrung haben mit diesen Themen, noch ein bisschen tiefer in dieses Ziel bestmögliche Therapie einsteigen, weil wenn wir uns den Kern eigentlich anschauen und wenn wir uns da wirklich anschauen, worum geht es da, dann tauchen sehr viele Bereiche auf, die hier wichtig sind. Es geht um Recht, es geht um Medizin, es geht um Ethik, es geht um Ökonomie, es geht um Behandlungsstandards, es geht um wissenschaftliche Evidenz. Es geht um etwas, was ganz neu auch in den letzten Jahren und sehr stark hervorgekommen ist. Es geht um die subjektive Nutzenbewertungen auch für die Patienten. Es geht auch in Corona-Zeiten heutzutage um so Themen wie Ressourcenallokation, also die gerechte Verteilung von durchaus knappen Ressourcen im Gesundheitswesen. Es geht möglicherweise um Priorisierung. Es geht um etwas, das niemand so wirklich gerne in den Mund nimmt und das wir alle vermeiden wollen, aber da oder dort kann es schon auch in die Richtung von Rationierungen gehen. Es geht letztendlich um Gerechtigkeit im Gesundheitswesen, und zuletzt, und das überlagert natürlich alles, geht es darum, was ist der Wert der Gesundheit oder der onkologischen Behandlung auch für uns als Patienten und auch für uns als Gesellschaft. Da kann man gleich eines in den Vordergrund stellen. Das Recht auf bestmögliche Therapie gibt es. Die Konkretisierung ist nicht immer ganz einfach. Da bedarf es sehr vieler Facetten und sehr vieler Inhalte, die man hier auch einbringen muss. Ein Hilfsmittel, das sich in den letzten Jahren eigentlich berechtigterweise in den Vordergrund gestellt hat und das wirklich vieles schon auch klären kann, das ist die evidenzbasierte Medizin. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass Ökonomie per se nicht verwerflich ist, sondern wir brauchen auch die ökonomischen Gesichtspunkte, um hier die richtige Richtung beibehalten zu können. Ich muss es als Patientenanwalt auch sagen, die Rechtsdurchsetzung ist in Österreich derzeit nicht effektiv oder nicht effektiv genug. Hier würde ich mir eigentlich einiges an Fortentwicklung wünschen. Es gibt ja schon keinen Königsweg, aber wir sind derzeit, wenn es um diese Themen geht, in guter öffentlich-rechtlicher Diskussion, und die müssen wir aufrechterhalten. Letztendlich geht es mir um Kriterien, um ein klares Verfahren und um Transparenz, wie wir zu diesem Ziel gemeinsam, nämlich der bestmöglichen Therapie, auch kommen können. Ein kurzer Blick auch noch zu einem anderen Begriff. Es wird sehr oft das Recht auf eine optimale Therapie in den Vordergrund gestellt. Das ist eine ganz wichtige Zielbestimmung, keine Frage. Aber rechtlich gibt es kein Recht, dass die beste Therapie an jedem Ort und zu jeder Zeit sichergestellt werden müsste. Das kann auch nicht funktionieren. Denken Sie an einen Herzinfarkt irgendwo in einem Wald. Ich kann nicht in 5 Minuten sofort eine Angiografie oder was durchführen, sondern es wird natürlich ein Unterschied sein, ob ich das vielleicht in einer Abteilung, in einer Schwerpunktkrankenanstalt gerade diesen Herzinfarkt habe oder ob ich ihn irgendwo im Wald habe. Also es gibt da natürlich strukturelle Hintergründe, die das verhindern. Rechtlich gesehen gibt es in der Patientencharta ganz klare Regelungen auf Behandlung und Pflege, nämlich auf bestmögliche Behandlung und Pflege, und auch im ASVG ist das eigentlich sehr klar ausgesagt. Wichtig noch, ökonomische Aspekte sind natürlich zu berücksichtigen. Allerdings
nicht als Selbstzweck, sondern es soll eine Missbrauchskontrolle sein, dass es eben in die richtige Richtung geht. Es muss ausreichend sein, es muss den Erfordernissen des Einzelfalles genügen, es muss zweckmäßig sein, es muss im Einzelfall objektiv dienlich sein und es muss notwendig sein. Das heißt, der Einsatz muss objektiv auch erforderlich sein. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, geringste Mittel sollen den größtmöglichen Erfolg im Hinblick auf die bestmögliche Therapie der Patienten auch erreichen. Konkretisierung ist ein bisschen schwierig. Es gibt da eben bestimmte Standpunkte der Patienten, der Medizin, der Wissenschaft, der Kostenträger, der Leistungserbringer oder auch der Pharmaunternehmen. Auch die haben natürlich einen Part in diesem gesamten Netzwerk von Facetten. Und um hier die richtige Tür zu finden, was ist wirklich die bestmögliche Therapie, gibt es eben die evidenzbasierte Medizin. Die hat drei Säulen, wie Sie wissen. Eine, die sehr stark fokussiert auf die subjektiven Wertungen der Patienten. Eine, die auf die medizinisch-fachliche Seite mit Studien und Ähnlichem fokussiert. Und eine, die auch auf die individuelle klinische Erfahrung der Ärzte und der Ärztinnen fokussiert. Beides oder alle drei gemeinsam sind wichtig. Ich höre immer wieder, dass das durchaus in die falsche Richtung gehen kann, aber da kann ich nur Marcel Proust zitieren. Der hat gesagt, an die Medizin zu glauben, ist eine große Dummheit, die nur von der noch größeren Dummheit übertroffen wird, nicht an sie zu glauben. Das heißt, wir müssen das natürlich einbeziehen und müssen das auch entsprechend werten. Die Studiensituation oder die Evidenzsituation ist nicht ganz so rosig und so schön, wie wir uns das wünschen würden. Es ist gerade bei der Onkologie sicher besser als in den übrigen Bereichen. Aber da gibt es noch einiges an Lücken und da müssen wir Wissenschaft gemeinsam mit den Pharmaunternehmen eigentlich noch sehr viel nachholen. Ein kurzes Wort noch zu den Verfahren. Im niedergelassenen Bereich, und auch da gibt es Ecken und Kanten und Verbesserungsbedarf, aber da gibt es immerhin ein rechtlich geregeltes Verfahren, wie man zu diesem Ziel bestmögliche Therapie kommen kann. Es gibt die Heilmittel-Evaluierungskommission, es gibt dieses Boxensystem, das Sie kennen. Was mir fehlt und vielen anderen auch fehlt, ist ein Pendant im stationären Bereich, dass wir auch hier ein entsprechendes, transparentes und geregeltes Verfahren mit einer entsprechenden Rechtsgrundlage haben. Hier gibt es Vorarbeiten unter dem Stichwort Spitalsheck, Bewertungsboards, wie es in manchen Bundesländern genannt wird. Für mich ist da der Ansatz deswegen ein bisschen kritisch zu sehen, weil ich nicht haben will, dass es von der Postleitzahl abhängt, ob der Herr Meier oder die Frau Müller die für sie beste Therapie bekommt, sondern ich plädiere natürlich für ein österreichweites System. Derzeit, so wie der Versuch läuft bei der Spitalsheck, muss man sagen, das ist eigentlich eine negative Sache, wie es derzeit ausschaut. Das muss ganz anders werden. Wie könnte es sein? Es muss aus meiner Sicht gerade auch mit den Patienten und Patientenverbänden eine offene und partizipative Diskussion geben. Es muss klare, faire Kriterien und Methoden geben. Es muss ein transparentes Vorangehen geben, das natürlich Partizipation voraussieht. Und auch das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es muss maximale Patientenbeteiligung geben. Damit möchte ich mit den strukturellen Bereichen abschließen. Ich wollte Ihnen einfach nur zeigen, dass bestmögliche Therapie viele Facetten hat. Ein systematischer Aspekt, den müssen wir noch in Zukunft sehr diskutieren. Aber ich möchte Ihnen vor allem die Schulungsmaterialien für die Patienten ans Herz legen und möchte Ihnen das sozusagen als Hausarbeit mitgeben, dass Sie das dann in den nächsten Stunden vielleicht auch durchführen. Dankeschön. Vielen Dank. Ein schöner Auftrag. Immerhin, es ist trist und grau da draußen, da hat man gut Zeit. Oder sollte man sich die Zeit gut einteilen und nutzen? Ja, stellen Sie Ihre Fragen bitte, wie gesagt, in die Chatfunktion für diese Pressekonferenz für die Sprecherin und die Sprecher. Einer, der intensiven Kontakt zu Krebspatientinnen und Patienten hat, das ist Primarius Geiger aufgrund seiner täglichen Arbeit als Onkologe und Krebsspezialist. Er weiß daher auch sehr genau, was die Bedürfnisse und die Ängste von Patientinnen und Patienten sind und wie man ihnen helfen kann und soll. Und ich darf Sie um Ihr Statement bitten, Herr Professor. Dankeschön. Guten Morgen. Ich freue mich in den nächsten 15 Minuten mit Ihnen in dieser spannenden Runde
über die Herausforderungen, in denen wir in der Kommunikation uns befinden, zu sprechen und wie wir diese Herausforderungen bewältigen können. Was haben sich über all diese Informationen, die Sie die letzte halbe Stunde gehört haben, mitgenommen? Das ist viel. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären in einer Spitalsambulanz, Sie sind aus dem Alltag Ihres Lebens gefallen, Sie sind mit einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert und noch viel mehr Information prasselt auf Sie Richtung Geschützte ein. Es gibt Gründe, warum diese Kommunikation so schwierig ist, weil die Situation schwierig ist. Schlechte Neuigkeiten können wir nicht gut überbringen. Ich möchte Ihnen jetzt kurz sozusagen Rahmenbedingungen schildern, in denen wir uns bewegen und wie wir uns denen besser stellen können. Ein wenig auch in Analogie zur Corona-Pandemie. In Krisensituationen machen wir mehr vom Gleichen. Wir wenden viel Ressourcen darauf, das bestehende System während der Pandemie aufrechtzuerhalten. Das ist wichtig und gut, aber so wie wir besser auf zwei Beinen, also auf einem Bein stehen, könnten wir auch schauen, welche Lösungen haben wir oder können wir entwickeln, die pandemietauglich sind. Und die gibt es und die helfen uns auch in dieser Situation. Was ist der Hintergrund, in dem wir uns befinden? Krebs ist eine Erkrankung der zweiten Lebenshälfte. Wir werden immer älter. Die Zahl der Krebsneuerkrankungen steigt kontinuierlich an, von gegenwärtig etwa 36.000 auf 40.000 auf etwa 50.000 in den nächsten 10 Jahren. Aber nicht nur, dass die Zahl der Menschen, die von Tumorkrankungen betroffen sind, zunimmt. Wir haben immer mehr Therapiemöglichkeiten. Wir haben statt früher 3, 4 Therapielinien heute 10 bis 15 Therapielinien. Wir haben höhere Heilungsraten, höhere Überlebenszeiten. Und wenn wir die Heilung nicht sicherstellen können, dann können wir häufig die Krankheit chronifizieren, dass man mit dieser Krankheit gut viele Jahre, manchmal auch Jahrzehnte leben kann. So stellen sich andere Fragen, nicht mehr nur das Überleben, sondern wie kann ich mit dieser Krankheit in einen durch die Erfahrung veränderten Lebensalltag zurückfinden? Und Covid führt zu einer Änderung der klinischen Praxis und erschwert uns diese Bewältigung. Also während wir früher sozusagen alles oder nichts hatten, entweder werde ich gesund oder ich werde geheilt, sehen wir, dass wir heute eine Chronifizierung der Erkrankung haben. Wir haben unterschiedliche Fragestellungen, die sich geben. Wenn ich mit der Erkrankung konfrontiert bin, können mir ganz unterschiedliche Dinge durch den Kopf gehen. Was wird mit meinen Kindern sein? Was wird mit meinem Partner, meiner Partnerin sein? Oder was kommt da auf mich zu? Ich als behandelnder Arzt weiß das nicht. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung nach der Diagnose, indem ich einmal kurz still bin und warte, was kommt. Und wenn dann nach einigen Sekunden nichts kommt, kann ich fragen, was geht Ihnen denn durch den Kopf? Noch wichtiges, ich bereite dieses Gespräch vor, indem ich die Betroffenen, die Patientinnen, den Patienten einlade, eine Vertrauensperson mitzunehmen, die Ressourcen rechtzeitig zu aktivieren. 4 Ohren hören mehr als 2 Ohren. Was wir erleben in der Situation einer Tumorkrankung und der Diagnose ist eigentlich ein wirklich komplexes System, das uns begegnet. Wir reden von molekularer Klassifikation, von der Zelle und den Zellübertragungspathways, die Anatomie und dann begegnet uns ein Mensch hier auf dem Bild, die Frau des Malers zum Zeitpunkt der Diagnose eines metastasierten Ovarialkarzinoms und dann haben wir das soziale Umfeld, Frau, Kinder, Partner und auch diese Menschen tun etwas mit uns, nicht nur wir mit ihnen. Das sind Ressourcen, die wir kompetent einbinden. Ich möchte Sie aber kurz einladen, mit mir sozusagen das Chronic Mind, diese neurobiologischen Grundlagen unseres Denkapparates durchzugehen, warum es so schwierig ist, in dieser Situation eigentlich uns diese Herausforderung zu stellen und sinnvoll zu agieren. Unser Gehirn ist perfekt ausgestattet, über Jahrmillionen entwickelt, das Überleben zu sichern. Und dafür haben wir einige Mechanismen. Wir können kämpfen, wir können fliehen, wir können uns auch totstellen. Aber wir haben kein Sensorium für komplexe Probleme, für chronische Prozesse, für Risikoabschätzung wie Statistik. Wir haben nicht einmal ein Sensorium für Zeit. Dann gibt es soziale Herausforderungen, kulturelle Grundlagen, die uns es schwer machen, diese Krankheit umzuwälzen. Das Eigene und das Fremde. Normalerweise wird Krankheit als etwas Fremdes, von außen kommendes abgegrenzt. Bakterien, Viren, it's the China virus. Ein Unfallgegner, etwas, das mir auf den Rücken fällt. Aber hier bei Tumorkranken ist das, was mich krank macht, in mir ein Teil von mir. Das erschwert die Bewältigung. Ich kann es nicht so leicht abgrenzen. Das nächste ist, und das ist eigentlich das größte Tabu unserer Neuzeit, das ist nicht so sehr die Sexualität oder das Sterben, sondern das Ausgeliefertsein, Verwundbarsein. Auf einmal wird, und diese Generation, die wir nach dem Krieg sind, die privilegiert aufgewachsen wird, konfrontiert mit Grenzen, die uns die Pandemie auch aufzeigt. Wir können alles richtig machen, trotzdem wird etwas nicht notwendigerweise gut. Das macht uns Krankheit so schmerzlich bewusst.
Was tut unser Gehirn? Unser Gehirn agiert ähnlich wie diese Löwendame. Am liebsten tut es nichts. Es vermeidet Anstrengungen. Wenn Sie mir nicht glauben, beobachten Sie Ihre Kinder am Wochenende. Das ist sehr gut so und ich lerne von meinen Kindern und versuche das am Wochenende jetzt auch so zu halten. Aber diese Löwendame, wenn sie hungrig wird, steht sie auf und macht ihr Ding. Präzise, genau, kein Schritt zu viel. Wenn sich der Angriff nicht lohnt, greift sie nicht an. Aber dann, wenn sie es tut, tut sie es. Und das ist unser Gehirn. Und es hat verschiedene Heuristiken, sich diese Anstrengungen zu ersparen. Eine beliebte ist dort, wo das Wissen aufhört, beginnt unser Gehirn Geschichten zu erzählen. Wenn wir nicht wissen, wie die Welt entstanden ist, hat sie der liebe Gott in 7 Tagen geschaffen. Wenn wir nicht wissen, wie Tumorkranken stehen, beginnen wir auch Geschichten zu erzählen. Und was sind die Geschichten, die wir erzählen? Normalerweise, wenn man mit Ärzten redet, wie mit mir, muss man auch mit der Krankenschwester oder mit einer Psychologin reden. Was hat denn der Bohrer eigentlich gemeint? Wir reden von koronaren Herzkrankheiten oder mein Lieblingsname an Erkrankung ist die chronisch idiopathische thrombozytopenische Purpura Moschkowitz. Das heißt auf Deutsch, Sie haben zu wenig Blutplättchen und ich weiß nicht warum. Aber wir verwenden Wahrnamen, Fremdworte, technische Terms. Wir verwenden keine umgangssprachlichen Namen. Kennen Sie eine Schlangenkrankheit, eine Eichhörnchenkrankheit? Wir verwenden keine umgangssprachlichen Tiernamen. Und da haben wir auf einmal eine Gruppe von Erkrankungen. Es sind, wenn wir die molekulare Klassifikation berücksichtigen, mehrere hundert, wahrscheinlich sogar über 1000 verschiedene Krankheiten mit unterschiedlichen Ursachen, unterschiedlichen Verläufen, unterschiedlichen Behandlungen. Und wir verwenden ein Wort von einem angstauslösenden Viech, um das zu erklären. Das hilft nicht. Und dann geht's weiter. Sie werden das vielleicht schon gehört haben. Es sind gute Zellen, böse Zellen. Es tut mir leid, es ist bösartig. Nicht? Haben Sie das bei anderen Erkrankungen schon gehört? Haben Sie schon mal was gehört von einer gutartigen Herzzelle, einer bösartigen Herzzelle, einer guten Gefäßzelle, einer bösen Gefäßzelle? Wie ich in Seattle, ich habe dort 6 Jahre gearbeitet, wenn ich dort mit meinen Kollegen gesessen bin und ihnen gesagt hätte, hey, look, here are the good cells and here are the evil cells, hätte der mich angeschaut und gesagt, wovon redest du? Das sind erkrankte Zellen, veränderte Zellen, was hat das mit gut und böse zu tun? Können Zellen überhaupt gut und böse sein? Lassen Sie mich anders fragen, ist ein Jaguar, der einen Schimpansen frisst, gut oder böse? Nein, er tut sein Ding. Er macht das, was, wofür er ausgestattet ist. Für den Schimpansen ist es eine negative Erfahrung. Aber ein Jaguar kann nicht entscheiden, oh nein, dieses Raubtier-Dasein, das macht mich nicht glücklich, ich werde jetzt vegan werden. Und wenn ich im Dschungel einem Jaguar begegne, gehe ich nicht davon aus, dass er vegan ist. Das heißt, gut und böse ist eine moralisierende Beschreibung, die hat in der Naturwissenschaft überhaupt nichts verloren. Wir reden von veränderten, transformierten Zellen. Oft sind diese Zellen überhaupt gar nicht bösartig, sie sind schwerhörig. Sie hören einfach ein Signal nicht. Und heute haben wir durch die gezielte Therapie die Möglichkeit, diesen Zellen einen Hörapparat einzubauen. Merken Sie, was das auslöst in Ihnen, wenn ich die Geschichte anders erzähle? Aber diese Geschichte hat Folgen. Wir reden auf einmal von guten und schlechten Coping, so als könnte ich mir mein Coping aussuchen. Und wenn etwas schlecht passiert, dann hat man Pech gehabt. Und wenn man Pech gehabt hat, dann ist jemand auf der Zinne gestanden und hat Pech runtergeschüttet. Ja? Gute und schlechte Compliance, gute und böse Zellen. Krankheit als Folge von schlechten Gewohnheiten, von Fehlern. Ich habe die Krankheit mitverschuldet. Eine der wichtigsten Informationen ist, Sie sind nicht schuld an Ihrer Krankheit. Sie haben gar nichts falsch gemacht. Guten Menschen können schlechte Dinge passieren. Und wir sagen solche Geschichten, und das hören die Patienten tatsächlich häufig, Menschen, die Unglaubliches leisten, die körperliche Leistung, eine Krebstherapie auszuhalten, eine Antitumortherapie, eine Strahlentherapie, eine Operation ist vergleichbar mit dem, was Spitzensportler wie ein Dominic Thiem, ein Hermann May, eine Lindsay Vonn, eine Marlies Schindt leisten. Man muss ziemlich gesund sein, um in einer Spitalsambulanz wie unserer auszuhalten. Es ist ziemlich belastend und das ist eine bewundernswerte Fähigkeit. Und diesen Menschen erzählen wir, du hast was falsch gemacht. Du musst schauen, was bedeutet das? Es ist die Brust, die linke Brust, es kommt vom Herzen. Was will die Krankheit sagen? Gehen Sie davon aus, dass Sie alles richtig gemacht haben. Und das weiß ich, weil viele meiner Patienten, wenn sie etwas falsch gemacht hätten, das gar nicht überlebt hätten. Krebserkrankungen sind eine Naturkatastrophe, wie ein Tsunami, wie ein Erdbeben, wie ein Vulkanausbruch. Andere Faktoren, die eine Rolle spielen, die die Kommunikation so schwierig machen. Armut, Bildung. Armut tötet. Wir wissen, dass Menschen einen großen Unterschied macht, ob sie so wie Michael Douglas mit 1 Million Euro ihre private Rehab in Hawaii finanzieren können oder ob sie unsere Mindestrentnerin sind, die bis vor kurzem gar nichts danach tun konnte. Dank des Einsatzes der Pensionsversicherungsanstalt und der Sozialversicherung können wir heute eine Rehab kostenfrei anbieten. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil.
Ja. Aber wir wissen, dass das Überleben von Menschen, so wie Dr. Bachinger gesagt hat, tatsächlich zum Teil von der Postleitzahl abhängt, und zwar hochsignifikant, trotz eines Wohlfahrtsstaates. Wir wissen aus einer großen dänischen Studie bei Lymphdrüsenkrebs, dass Menschen mit geringer Bildung und geringem Einkommen eine 40% höhere Sterberate haben als Patienten mit hoher Bildung, bei gleichen Tumorerkrankungen, bei gleichen Tumorstadien, bei gleicher Behandlung. Wir haben das untersucht bei uns. Hier sehen wir, wie seelische Faktoren bei der Tumorerkrankung in Abhängigkeit vom Einkommen eine Rolle spielen. Wir haben an der Medizinuniversität Wien, der Abteilung, in der ich tätig bin, eine große Studie mit mittlerweile einem Register von über 13.000 Patienten, die wir über 10 Jahre beobachten können, untersucht. Und wir sehen, dass Menschen in Armut etwa die Hälfte erhöhte Depressivitätswerte haben, während bei gleicher Erkrankung Menschen, die in einer finanziell gesehen bürgerlichen Existenz nur zu 18% erhöhte Depressivitätswerte haben. Das macht einen Unterschied und spiegelt sich auch im Überleben wider. Aber tatsächlich ist es so, dass jene Menschen, die mehr haben, mehr Unterstützung bekommen. Und die, die einen höheren Bedarf haben, tatsächlich weniger Unterstützung bekommen. Auch das konnten wir durch Studien zeigen. Wir verschärfen durch unsere Ignoranz das soziale Ungerecht und das soziale Gewicht der Krebserkrankung. Ein anderer Aspekt ist, normalerweise, wenn wir Menschen was tun wollen, tauchen gehen, klettern gehen, dann machen wir einen Kurs, dann lernen wir. Wenn wir vor einer Herausforderung stehen, bereiten wir uns vor, wir trainieren, wir verwenden Ausrüstung und Werkzeuge. Ganz interessant, das machen wir nicht, wenn wir krank werden. Und wir wissen, dass wir alle krank werden. Alle von uns. Was ist unser Training, unsere Ausrüstung für chronische Erkrankungen? Sehen Sie diesen jungen Mann an, der eine Leukapherese hat für eine KT-Zelltherapie. Der ist höchst interessiert daran. Der möchte mittun. Es geht ja um sein Leben, nicht um meins. Der mobilisiert alle seine Kräfte, aber wir lassen diese wertvolle Ressource liegen. Wir konzentrieren uns auf unsere Standard Operating Procedures. Die sind wichtig, aber so wie wir besser auf zwei Beinen als auf einem Stein das eine tun und das andere nicht lassen. Wir verwenden unsere Standard Operating Procedures, aber wir binden die Patienten kompetent ein. Und wie können wir das tun? Wie können wir Kommunikation in Zeiten der Pandemie sichern bei schweren, herausfordernden Erkrankungen? Eine der Grundlagen wäre Telemedizin. Und da rede ich nicht von dieser alten Telemedizin 1.0, wo wir durch Telefon- oder Videokonferencing räumliche Distanz überwinden. Das ist wichtig. Oder Telemedizin 2.0, wo wir durch die Integration in elektronischen Krankenakte und Archivfunktionen, wie das ELGA sehr erfolgreich tut, einbauen, sondern wir reden von einer Telemedizin 3.0, die diese Kommunikation, die ELGA-Funktionen, aber auch Augmented Intelligence integriert. Und ich verwende bewusst verstärkte Intelligenz, Augmented Intelligence und nicht künstliche Intelligenz. Die gibt es nämlich gar nicht. Computer sind nicht intelligent. Setzen Sie sich vor einem Computer, Sie können das überprüfen. Intelligenz ist etwas zutiefst Menschliches. Was tun wir? Smart at Home ist für ein sicheres und smartes Miteinander. Es schützt und unterstützt Risikogruppen durch personalisierte telemedizinische Betreuung während und nach der Covid-19-Pandemie. Meine Aufgabe an der Medizinuniversität Wien in dem Comprehensive Cancer Center ist die Einführung von Telemedizin und E-Health-Lösungen, die wir über 14 Jahre mit großen EU-Forschungsprojekten international validiert haben, durch die weltweit größte Studie, die zum Thema Telemedizin in der Onkologie durchgeführt wurde. Das war die eSmart-Studie, deren alle Endpunkte hochsignifikant erreicht wurde. Wir haben diese Studie vor 2 Jahren beendet, die Daten sind da, sind jetzt submitted und wir können gut zeigen und wir integrieren das jetzt in die Routine. Wie funktioniert das? Wir verwenden eine Technologie, die wir gerne benutzen und die uns vertraut sind. Unser Gehirn mag Information auf der Fingerspitze. Das ist wie Zucker fürs Gehirn. Ja. Schauen Sie sich an, wie oft Sie unnütz in das Handy schauen und wie oft Sie Schlagzeilen lesen, die Sie schon gelesen haben. Beides uns Freude macht. Und es ist kulturell übergreifend. Es ist völlig wurscht, ob Sie in Afrika, im arabischen Raum, in Europa sind. Es funktioniert gut. Diese Technologie verwenden wir auch. Selbst verwenden diese Technologie. Applikationen in unserem Fall ist es eine Medical Device, eine CE-zertifizierte Medical Device-Applikation. Together and Safe. Es vermindert die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die klinische Praxis und die Patientinnen-Arzt-Beziehung. Begegnung ist die Grundlage der Kommunikation. Technologie integriert in die bestehenden Systeme, ist eine evolutionäre Hybridlösung, die keine neuen Lösungen macht, sondern sich einpasst in das, was wir haben, überwindet die derzeit notwendige Distanz und ermöglicht wieder Beziehung und Begegnung. Sie ersetzt uns Ärzte, Krankenschwester, Patienten nicht, sondern sie schafft uns Raum und Zeit. Im Augenblick verwende ich 90% meiner Zeit für das Erheben von Symptomen. Wo tut es weh? Was macht die Schleimhautentzündung? Was macht die Polyneuropathie? Was machen Ihre Blutwerte? Und ich frage Sie und Sie geben mir die Antwort als Patient. Sie können das durch sogenannte Patient-Reported Outcome Measurements, PROMs genannt, selbst tun und werden kompetent eingebunden auf gleicher Augenhöhe.
Damit stärke ich auch Ihre Autonomie. Sie können das nämlich wann Sie wollen, wo Sie wollen machen, nicht unbedingt im Spital. Und ich habe dann den Verlauf und die Daten und ich kann endlich die Zeit nutzen, dass wir dann gemeinsam uns das anschauen und sagen, ja, was können wir da machen? Im Augenblick ist es so, dass ich 90% meiner Zeit verwende, das zu erheben, 5% meiner Zeit verwende, das zu dokumentieren und danach noch einmal viel Zeit, das weiter zu dokumentieren. Und dann habe ich einige Minuten Zeit, Ihnen zu erklären, welche Konsequenz ist. Das funktioniert nicht, das wissen wir. Und wir könnten es auch langsam mal anders machen. Und das sind die Ressourcen und die Möglichkeiten, die wir haben. Und es ermöglicht eine evidenzbasierte Out-of-Hospital-Care. Ich muss nicht 2 Stunden ins Spital fahren, 2 Stunden warten und für ein 5-Minuten-Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt und dann wieder 2 Stunden nach Hause fahren. Wir können das nach Hause bringen. Warum ist es so wichtig? Die Zahl der von Krebs betroffenen Menschen steigt kontinuierlich an. Dies führt zu einer deutlichen Zunahme von medizinischen Leistungen. Mit im Wesentlichen unveränderten menschlichen und finanziellen Ressourcen führt dies zu einer Überlastung unseres Gesundheitssystems. Diese Herausforderung lässt sich nur durch den Einsatz neuer Technologien bewältigen. Die Covid-19-Pandemie führt zu einer massiven Belastung von Mensch- und Gesundheitssystem. Einer der vulnerabelsten Patientengruppen sind Krebspatientinnen. Out-of-Hospital-Care wird eine Notwendigkeit. Wir brauchen dafür pandemietaugliche Systeme. Auch zeigt diese Pandemie medizinische und ökonomische Auswirkungen. Chronisch kranke Patienten werden fallweise unterversorgt. Das heißt, diese Menschen benötigen in den nächsten Jahren mehr Unterstützung. Das bedeutet mehr Probleme fürs Gesundheitssystem. Vorsorgeuntersuchungen werden verschoben, erkranken später, das heißt möglicherweise in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert. Das bedeutet für die Betroffenen und für das Gesundheitssystem mehr Probleme. Die Arbeitslosigkeit steigt an, Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen sinken. Das bedeutet weniger Geld, um mehr Probleme zu lösen. Und wir machen mehr vom Gleichen. Nicht, weil wir etwas falsch machen, sondern weil das einer dieser Heuristiken sind, die in unserem Gehirn abläufen in Krisensituationen. Wenn Sie mitten im Nordatlantik ins kalte Wasser fallen, werden Sie nicht denken, juhu, ich wollte schon immer Delfinschwimmen ausprobieren, sondern werden schauen, dass Sie irgendwie über Wasser bleiben und in einem Rettungsboot kommen. Das heißt, wir greifen auf Bewährtes zurück. Aber hier brauchen wir Neues. Eines der meiner Ansicht nach interessantesten Worte, die kreiert wurden in dieser Pandemie, ist Social Distancing. Ich habe noch nie so einen kommunikationstheoretischen Bauchfleck erlebt wie dieses Wort. Und es wundert uns nicht, und wir werden diese Themen und Herausforderungen sehen, dass das die Leute nicht akzeptieren. Warum? Weil wir Säugetiere sind. Soziale Nähe ist eine der essentiellen Notwendigkeiten für unsere Existenz. Stattdessen könnten wir doch uns fokussieren, den notwendigen Abstand zu überwinden. Wie können wir das? So wie wir mit einem Mikroskop genauer in die Tiefe von Zellen schauen können, können wir durch Telemedizin wieder diesen Abstand überwinden. Wir brauchen Technologien, Krücken, um in dieser Phase uns wieder zu begegnen. Smart at Home wäre ein C-zertifiziertes Medical Device App. Es ist evidenzbasiert durch die große randomisierte klinische internationale Studien. Es ist datenschutzgrundverordnungskonform. Es ist eine Hybridlösung. Man braucht nicht neue Systeme. Es integriert sich in die bestehenden Informationssysteme. 17 Jahre Erfahrung in der Routine, zahlreiche Preise, viele peer-reviewed Journals, ein großes EU-Forschungsprojekt. Wie funktioniert es? Und da komme ich schon zu einem Ende. Angehörige laden oder die Patienten, Angehörige Ärzte laden das runter aus dem App Store, sind so 7/24 mit dem Betreuungsteam verbunden. Es erfolgt ein Monitoring, das heißt die Symptomerhebung zu Hause, wann sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen, entsprechend international validierten Guidelines. Diese Systeme sind bereits der Goldstandard. Es erfolgt automatisiert eine Teletriage. Sie müssen nicht irgendwo anrufen und eine halbe Stunde in einer Warteschleife lang und dann zum dritten Mal das Gleiche sagen, sondern basierend auf den Symptomen, die Sie eingegeben, erfolgt nach einem einfachen Ampelsystem, rot, orange, grün, eine Teletriage. Abhängig von der Teletriage bekommen Sie auch schon automatisch, ja, Informationen und zusätzliche Self-Care-Advice-Angebote. Das heißt, wenn ich ganz milde Symptome habe, eine Schleimhautentzündung, was kann ich selber tun zu Hause? Salbe, Tee, Kochsalzlösung, gurgeln, was immer. Wenn es moderate Symptome sind, gibt es ein Alert-Handling und innerhalb von 8 Stunden erhalten Sie einen Rückruf von einer Cancer-Nurse oder einem Krebsspezialisten. Und in einer akuten roten Alarm werden Sie innerhalb von 15 Minuten angerufen und dann gezielt dorthin geleitet, wo Sie dann am wenigsten warten müssen. Dazu gibt es Videosprechstunden, Textbotschaften, die aber automatisch integriert werden in ihre elektronische Krankenakte. Und der Alerthändler muss nicht im Spital sitzen, er kann am Kahlenberg herumspazieren, kriegt den Alarm, kann sich datenschutzkonform in die Patientenakte einloggen, das ist wie bei Studiensurfern, kriegt die Information, die notwendig ist und kann die Patienten begleiten. Und wir können dann integrieren Telerehabilitation, psychoonkologische Unterstützung.
So schaut das ganz einfach aus. Es ist eine Serie von Fragen, die Sie beantworten, wo Sie einfach nur drücken. Ganz einfach. Auch 80-jährige Leute haben in der Studie gezeigt, dass sie das gerne machen. Die Leute wollten die Devices nicht mehr zurückgeben. Sie kriegen dann sofort die Informationen, die Sie benötigen, die gezielt dann, wann Sie sie brauchen, entsprechenden Symptomen, die Sie brauchen. Das erleichtert nämlich Kommunikation, wenn meine Frage auch gehört wird und beantwortet wird. Und wir können Sprachbarrieren überwinden. Sie können in Ihrer Muttersprache diese Informationen eingeben, sei es Russisch oder Türkisch oder Arabisch oder slawische Sprache, Englisch. Und Sie kriegen dann die Informationen in Ihrer Sprache. Aber ich als Arzt kriege diese Informationen in meiner Sprache, in dem Fall Deutsch. Und so läuft das noch einmal ab. Der Patient übermittelt definierte Daten. Das sind etablierte Systeme. Die Daten werden in Echtzeit am Server ausgewertet. Es kommt in Echtzeit sofort zu einem Ampelsystem bei einem moderaten Alarm. Bei grün E-Library, Self-Care Advice. Und bei gelb Anruf an einer Kennzeichnung innerhalb von 8 Stunden. Bei rot eine sofortige innerhalb von 15 Minuten Triage. Überlegen Sie, wie es Tumorpatient geht ab Freitagnachmittag, wenn Sie Ihre Onkologin, Ihre Onkologen nicht erreichen können und dann in eine Notaufnahme gehen, dort warten. Wenn Sie vorher nicht krank sind, sind Sie nachher wahrscheinlich krank, wenn Sie in der Grippezeit oder in der Covid-Zeit dort warten. Damit komme ich eigentlich schon zum Schluss. Es ist eine benutzerfreundliche Handhabung. Wichtig, die Patientenautonomie wird gestärkt. Ich bin Teil dieses Prozesses, ich kriege die Antworten, die Informationen. Ich kann mich dann zum Beispiel mit Selpers verlinken und diese Informationen mir anschauen und dann Fragen vorbereiten. Angehörige werden entlastet, werden eingebaut und ich habe einen Lerneffekt. Ich sehe, was mir genützt hat. Ich sehe die Symptome, die so schwer begreifbar sind, über Zeit abgebildet. Wir können durch tägliche Assessments sozusagen Area under the Curve viel genauer berechnen. Wir können sehen, wie ein Muster von Symptomen im ersten Monat, das sehr unauffällig erscheint, im zweiten Monat Probleme macht. Dadurch können wir aber schon frühzeitig intervenieren und wir müssen nicht Probleme teuer lösen, sondern wir können sie günstiger vermeiden. Und wir generieren standardisierte Gesundheitsakten. Sodass wir das ein medizinisches Gesamtkonzept haben, das den Patienten zusammenbringt mit der Klinik, mit der Pflege, mit der Physiotherapie, mit Hausärzten, mit Rehabzentren und den Pflegewohnheimen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Geiger. Viel Information, viel Inhalt. Angefangen von Krebs als Forschungsschwerpunkt in Österreich, über Informationsquellen für Patientinnen und Patienten, über die Rechte, die Patienten in unserem System haben, mit einem kurzen Sidestep zur Erstattung von Arzneimitteln, hin zum Selpers Online-Kurs, zu dem es dann auch noch eine Frage gibt. Und nicht zuletzt zu dem Thema Umgehen mit einer Krebsdiagnose, Stichwort Herausforderung, Stichwort sich vorbereiten auf einen, ja, mitunter auch psychischen Dauerlauf. Ein paar Fragen sind reingekommen. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite an Sie. Eine, die ich gleich an die Frau Dr. Herrschkowitz stellen darf, bezüglich des Online-Kurses, nämlich einerseits, was kostet er? Und zweitens, wie sich Selpers finanziert? Die Kurse auf Selpers, die Schulungen sind alle niederschwellig. Das ist uns ganz wichtig und das bedeutet, dass sich die Menschen weder anmelden müssen, noch dass sie etwas zahlen müssen. Und das ist möglich, weil wir Partner finden, die auch denen bestimmte Themen wichtig sind, die die Gesundheitskompetenz der Patienten und Angehörigen verbessern wollen und die diese Kurse dann auch sponsern. Danke sehr. Die nächste Frage richtet sich an Professor Geiger. Wie viele Patienten bekommen bzw. nutzen derzeit das Smart at Home in Österreich und wie viel Personal steckt dahinter? Okay, wir haben über 6 Jahre diese Studie laufen gehabt. Wir haben insgesamt europaweit über 900 Patienten damit unterstützt und begleitet über den Zeitraum von 4 Jahren. Personal ist nicht sehr aufwendig, weil ja meine Arbeit mir abgenommen wird. Der Patient ist die Expertin für ihren Gesundheitszustand. Patient-Reported Outcome Measurements ermöglichen das standardisiert, evidenzbasiert zu integrieren in meiner Symptomerhebung. Das spart mir Zeit. Das wird automatisch integriert in die Krankenakte, weil bis jetzt muss ich das eintippen in ein veraltetes Computersystem. Das wird ebenfalls wegfallen. Und ich habe eine Teletriage. Das heißt, es werden die Scores von diesen Symptomen gleich berechnet. 1 und 1 und 1 ergibt 3. Okay, das ist dann ein oranger Alarm. 1 und 0 und 0 ergibt 1. Okay, ist ein grüner Alarm. 0 ist 0, ist alles okay.
Ja, so einfach läuft das, aber ich brauche es nicht mehr tun, sondern das wird mir bereits angeboten. Und einfache Informationen, was kann ich gegen eine Schleimhautentzündung selber tun, solange sie gering ist, wird dem Patienten direkt selbst angeboten. Das heißt, es führt zu einer Entlastung von Betroffenen, von Angehörigen, von Ärztinnen und Pflegefachkräften. Es spart Kosten, es ist tatsächlich kosteneffektiv. Und wir haben mehrere hundert Patienten europaweit in unterschiedlichen Kulturen, so unterschiedlich wie Norwegen, Griechenland, England, Schottland und Österreich. Das hat überall funktioniert. Und die tolle Aufgabe ist, und da haben wir schon einmal gesprochen, wie wir das mit Selpers integrieren können, diese wertvollen Informationen dort, dann, wenn sie benötigt werden, anzubieten. Es ist wie beim Dating, wenn man zur richtigen Zeit die falsche Frau oder zur falschen Zeit die richtige Frau findet, ist das nicht hilfreich. Und so ist das mit den Fragen auch. Ja? Wenn wir zur richtigen Zeit, nämlich dann, wenn ich es benötige, die richtige Information anbiete, diese beiden zum, sozusagen als Matchmaker zusammenführt, und das werden wir gemeinsam vielleicht tun, dann ist das eine schöne Sache. Also spart Kosten, mehrere hundert Patienten betreut. Wir rollen es jetzt in der Routine aus, um in der Covid-Pandemie die Menschen auch zu Hause kompetent zu betreuen, sie weiter auch stationär und ambulant zu betreuen, aber nur dann, wenn es notwendig ist. Danke. Dazu ist noch eine Frage reingekommen. Außerhalb der Studie wird Smart at Home noch nicht verwendet in Österreich? Wir beginnen es jetzt, ja. Gut. Eine Frage zum Thema E-Health. Wird der eigene Onkologe eingebunden in E-Health? Und notwendigerweise ja. Der Behandlungsvertrag besteht mit dem behandelnden Arzt, Ärzte, mit der behandelnden Institution, und die sind immer in der Lead. Das ist ein technisches Hilfsmittel, das die Ärztin entscheidet, ob sie es benutzen möchte oder nicht. Die Patientin auch entscheidet, ob sie es benutzen möchte. Das ist ein Angebot. Das ist nichts, was jemandem aufs Auge gedrückt wird, sondern das ist eine Ressource, das kann ich verwenden. Wir verwenden es gerne. Die Erfahrungen mit Ärzten und Pflegefachkräften, das war im Rahmen dieser großen EU-Kommissionsprojektstudie mit insgesamt 6 Millionen Euro Budget, einer der Endpunkte, wird gut angenommen. Danke sehr. Eine Frage an die Technik. Gibt es Fragen, die mündlich gestellt werden wollen? Nein. Schriftlich habe ich hier auch nichts mehr vorliegen. Eine Frage, die jetzt hier die Presseunterlagen betrifft, das hätte ich sowieso noch angemerkt, bevor ich mich verabschiede. Die Presseunterlagen finden Sie auf www.pharmic.at beziehungsweise auch über die APA-Seite. Wir senden eine Presseaussendung im Nachgang aus und verlinken hier auch auf die Vortragsfolien des heutigen Vormittages. Und wie gesagt, das finden Sie dann auch auf der Webseite der Pharmic. Es dürfte keine Fragen mehr geben. Das werte ich als ein sehr positives Zeichen, dass hier die Vorträge sehr gut waren und auch sehr inhaltsvoll und inhaltsreich. Ich darf mich verabschieden. Ich darf Ihnen hier danken, Frau Dr. Herschkowitze, Herr Dr. Bachinger, Herr Professor Geiger und Herr Magister Herzog für Ihre Vorträge. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben. Jetzt bin ich im Bilde. Und freue mich, wenn Sie, wie gesagt, intensiv auf Selpers gehen und sich den neuen Kurs anschauen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Maßnahme. Freue mich, wenn Sie darüber berichten. Nicht zuletzt ist es im Sinne der Patientinnen und Patienten und damit auch der Öffentlichkeit und der breiten Öffentlichkeit. Und damit entlasse ich Sie, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund oder werden Sie schnellstmöglich wieder gesund. Wiederschauen.